Matthias Kett beim Aufschlag, den Zufällen und der Asbach, die tiefe 48. Da spielt ein junger Mann, der im Parasport recht erfolgreich ist. Leichte, deutliche Nachteile, vor allem im Doppel hat man das gesehen. Bei der Beinarbeit, das muss man berücksichtigen. Im Einzel kommt er besser klar, weil natürlich er nicht Rücksicht auf seinen Doppelpartner nehmen muss, wenn er gut antizipiert und sich die Beinarbeit gut einteilt, dann ist er da schon schnell in der schnelle Führung für ihn, so wie im ersten Satz. Da hat er 6-2 geführt und dann 9 Fehler hintereinander gemacht. Deswegen 1-0 für den Gegner. Matze Kett. Der spielt wohl, ich bin mir nicht sicher, aber ziemlich wahrscheinlich ist es, mit Material. Zumindest die Rückhand, die rote Rückhand, defensiv. Da dreht er aber, das heißt, mit Schwarz macht er Unterschnitt, mit Rot die Materialeffekte. Und da versucht er so, ich sage jetzt mal, wie Philus in der Hobbyausgabe, hoffentlich ist niemand übel, sehr viel zu drehen. Logischerweise alles nicht lang so austrainiert wie bei unserem Nationalspieler. Dann sollte das auch austrainiert werden. Mein Empfinden ist mal schon im ersten Satz so. Mehr auf Sicherheit gehen, weniger auf Experimentieren. Und Lindner hat eigentlich die Sicherheit nicht, hier hat man es wieder gesehen, eigentlich ein Elfmeter, ein Schnäppchen, den muss er machen. Ja, was ist das Risiko? Ich würde ihm wirklich empfehlen, es erstmal mit allen Spielreihen zu versuchen. Aber er ist wohl auch einigermaßen verliebt ins Spiel. Und mir ging das ja auch, als ich noch reiner Verteidigungsspieler war, so, dass das Verteidigungsspiel immer die Punkte gebracht hat. Aber mir zu langweilig. Mittlerweile am Nebentisch 1-1. Lorenz Büchert hat ausgeglichen. Erster Satz ging verloren. Und hier hat man wohl eine Auszeit genommen, oder? Ich schau mal. Nein, da steht es. 1-1. Nächster Satz, nächstes Video.